Herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Channel von gadgetplaza.ch. Letzte Woche haben wir euch den Ja Beats Speaker vorgestellt. Ein genialer kleiner Speaker, welcher die Schwingungen des Tones auf einen Resonanzkörper überträgt. Unbedingt das Video anschauen. Es folgt noch ein zweites Video, wo wir euch die einzelnen Unterschiede vom normalen und eben mit Resonanz zeigen werden. Aber heute kommen wir zu etwas anderem, aus gleichem Hause, Kopfhörer. Zwei verschiedene Varianten haben wir bekommen. Das eine ist der Throne Gold, das andere ist der Poison. Und die möchten wir uns doch mal ein bisschen genauer anschauen. Das Ganze sehr schön verpackt. Hier sieht man gleich, was das Ganze ist. Sprich, es sind Over-Ear-Headphones, welche auch ein Mikrofon haben und die Möglichkeit zum Kontrollieren, sprich die Musik vor, zurück, Anrufe entgegennehmen etc. Hier habt ihr schon mal einen Einblick, wie das Ganze verpackt ist. Futuristisch, sieht wirklich cool aus. Und auch hinten ist noch beschrieben, was das Ganze ist, was beinhaltet wird. Neben dem 3,5 Klinkenstecker ist auch noch ein 6,3 mm Adapter mit dabei. Sprich, wenn ihr Mischpulte habt oder sonstige Anlagen, die eben genau diesen größeren Hi-Fi-Adapter benötigen, habt ihr hier diesen schon mitgeliefert. Zusätzlich gibt es noch ein Stoffsäckchen, womit ihr das Ganze unbeschädigt mittransportieren könnt, irgendwo im Rucksack oder wo auch immer. Und das Kabel, welches vom Kopfhörer bis zum Wiedergabegerät geht, ist 1,2 Meter lang. Gut, aber jetzt gehen wir weiter zu den Kopfhörern selber. Retro-Kopfhörer, so könnte man diese umschreiben. Sprich, wie gesagt, das Ganze erinnert sehr stark an Elvis, 40er, 50er Jahre, wie früher die Mikrofone aussahen. Richtig cooles Design, mir gefiel es auf Anhieb. Dazu kommt auch noch die gute Verarbeitung, sehr stabil. Auch hier die Vergrößerung, ihr könnt es je nach dem Kopfumfang auch anpassen, vergrößern und oder verkleinern. Der Kopfhörerbügel ist mit Leder umrandet. Auch hier sieht man wieder, wie schön dass es verarbeitet ist, sprich die Naht ist sehr, sehr sauber. Oben ist noch eingestickt der Markenname. Und das Kabel, wie gesagt, 1,2 Meter lang, sympathische Länge bis zum Wiedergabegerät. Und hier für die Fernsteuerung, sprich ein Song zurück, ein Song vor, Pause, Play, einen Telefonanruf entgegennehmen und natürlich auch mit dem integrierten Mikrofon, man hier hinten hoffentlich sehen kann, Telefongespräche. Wie ihr übrigens mit nur einem Knopf diese ganzen Funktionen ausführen könnt, www.gadgetplaza.ch, schaut mal vorbei, dort haben wir das Ganze beschrieben. Als letztes noch die Kopfhörer, die Muscheln sind sehr, sehr weich, liegen gut auf den Ohren. 2x 40 mm High-Performance-Treiber, welche euch einen satten Sound auf die Ohren geben. Hier auch wieder ein geniales Preis-Leistungs-Verhältnis. Einzig, was mir noch besser gefallen würde, wäre, wenn man hier das Kopfhörerkabel separat rausnehmen könnte. Sprich, wenn es dann irgendwann mal mit den Jahren durch ist, dass man hier auch für Ersatz sorgen kann, ohne gleich den Kopfhörer setzen muss. Dazu muss man aber sagen, dass bei diesem Preis das normalerweise nicht inbegriffen ist. Das ist eher bei den hochpreisigeren Modellen inbegriffen. Also wie gesagt, der Throne Gold, genauso wie beim Throne Poison, ein wirklich genialer Kopfhörer. Preis-Leistungs-Verhältnis passt, gefällt sehr, sehr gut. Müsst ihr euch unbedingt anschauen, einmal reinhören. Das war unser Review zum Throne Gold und zum Throne Poison. Geniale Kopfhörer. Wie gesagt, weitere Details auf dem Gadgetplaza-Blog. Lest rein. Besten Dank euch für die Abos, für die Daumen hoch etc. Euch einen schönen Tag. Euer Poughkeepsie. Auf bald. Tschüss.